14 MODC21KM22BM23KMWF-Rot-Herd. 38 ist den Diff, 37 kriegt ein X. Oh mein Gott, kennst du das vielleicht auch? Du liegst da auf diesem Behandlungsstuhl, der Zahnarzt ist über dir, du verstehst kein Wort und am Ende denkst du, oh mein Gott, ich habe gleich eine Großbaustelle, oder? Um genau dieses Gefühl nicht zu haben, sondern einfach mal runterzukommen, deswegen möchte ich jetzt in diesem Video diesen Geheimcode von uns Zahnärzten so ein bisschen entschlüsseln, dir näher bringen und vielleicht auch diese Panik in deinem Kopf ein bisschen auflösen, weil ich verspreche dir, so schlimm ist das gar nicht. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Ja, ich kann das total verstehen. Ich komme ja aus Wolfsburg und als ich nach Wolfsburg gekommen bin, im VW-Werk, ich glaube, das ist so eine eigene Stadt und da gibt es so viele Abkürzungen. Ich habe kein Wort verstanden, als ich mich mal mit so einem VWler unterhalten habe. Die leben auch nur in Abkürzungen. Das heißt, es gibt ganz viele Lebensbereiche, wo man sich nur auf Grundlage von Abkürzungen und Kürzeln unterhält. Und genauso ist das bei uns Zahnärzten auch. Also, wenn du dir einfach vorstellst, du kommst zum Zahnarzt, dann kommst du zur 01 gegebenenfalls. Das ist die zahnärztliche Befundaufnahme. Ja, und wenn der Zahnarzt letztendlich vielleicht seiner Helferin sagt 01 OB, dann kannst du schon mal tief durchatmen, weil OB heißt ohne Befund. Alles in Ordnung, alles bestens. Also das ist schon mal der erste Hack, den ich dir letztendlich mitgeben darf. Wenn du das hörst, alles OB, dann kannst du dich schon mal entspannen. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Der Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass wir bei deiner Kontrolluntersuchung das Ganze dokumentieren, was mit deinen Zähnen momentan der Status quo ist, also wie der Zustand momentan ist, wo Probleme sind, Karies oder irgendwie Stellen, die zu behandeln sind, und wie deine Zähne im Gesamten versorgt sind. Und dafür gibt es natürlich einfach auch ein einheitliches Schema unter uns Zahnärzten zu entwickeln, ein System mit Kürzeln und innerhalb der eigenen Praxis zum Beispiel auch mit Farben zu arbeiten, damit ich letztendlich ein bisschen schneller einfach sehe, da ist das Problem bei dir. Okay? Also ich möchte dir einfach mal ein paar Begrifflichkeiten erklären und dazu nehme ich einfach mal mein Buch. Das ist übrigens mein erstes Praxisbuch mit ein paar Fotos von mir und meinen Patienten. Da kannst du einfach sehen, wir teilen dein Gebiss in 4 Quadranten auf. Das heißt, wir gehen von der Mittellinie und trennen den Oberkiefer, Unterkiefer und sagen, hier ist der erste Quadrant, zweiter, dritter, vierter Quadrant. Ja? Und du hast ja vielleicht schon mal die Zahl 26 gehört. So, und das ist etwas, wo wir Zahnärzte immer schmunzeln, weil letztendlich trägst du das nie als 20er-Zahl, sondern das sind 2 einzelne Ziffern. Das heißt, die 2 ist im zweiten Quadranten der 6. Zahn von der Mittellinie. Ja, also von der Mitte aus gezählt. Du kannst einfach mal zählen. Ja, der große Schneidezahn ist die 1, der Eckzahn ist immer die 3, der erste dicke Backenzahn ist immer die 6 und der Weisheitszahn ist immer die 8. Das ist mal so ganz grob. Bei den Milchzähnen, das erzähle ich dir beim nächsten Video. Ja, jetzt bleiben wir erstmal bei dir. Also 1, 2, 3, 4. Das ist eigentlich ganz easy. Und dabei, jetzt gerade beim Quasseln, ist mir das aufgefallen, Oberkiefer, Unterkiefer, ganz einfache Abkürzung, OK, UK. Also Zahnmedizin kann so einfach sein. Stopp, eine Info in eigener Sache. Du bekommst mich jetzt auch exklusiv auf deine Ohren. Und zwar launche ich am 29.01. meinen Podcast Alles beginnt mit einem Lächeln. Wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, check unbedingt den Podcast, folge mir auch da. Und sei gespannt auf die kleinen Geschichten aus der Zahnarztpraxis. Weiter geht's. Letztendlich, wenn du dir einfach vorstellst, wir dokumentieren ja auch viel für Krankenkassen, machen Kostenvoranschläge und da gibt es einfach auch so Schemata, die wir ausfüllen und da gibt es einfach bestimmte Kürzel, wie ein kleines F, das was fehlt, ja, oder ein X, was ich vorhin sagte, 37 kriegt ein X, der muss raus. Ja, das ist so einer. Da ist vorbei. Das ist das Kreuz. Der muss raus, Zange raus und der ist austherapiert. Dann hatten wir zum Beispiel, ich habe mir hier mal ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich ein bisschen spannend von dir für dich erzählen kann.
Also letztendlich ist es einmal die Bestandsaufnahme. Und wenn wir jetzt der Helferin einfach sagen, wo die Karies genau ist, musst du dir für dich vorstellen, wir haben den Zahn vor uns mit mehreren Flächen. Und die Flächen haben verschiedene Bezeichnungen, aber an jedem Zahn körperlich betrachtet immer dieselbe Richtungsbeschreibung. Ja, jetzt wird es so ein bisschen tricky und ich kann mich noch ganz genau im ersten Semester daran erinnern, ich hatte das Gefühl, ich schnall das nie. Ja, weil du hörst tatsächlich, und so fühlt ihr euch dann vielleicht jetzt gerade auch, man hört extrem viele Fachbegriffe und letztendlich hat das alles was mit medizinischem Latein zu tun. Letztendlich ist es auch alles international zu betrachten. Da gibt es also letztendlich nicht nur, wenn wir hier nochmal das schöne Bild nehmen, dass wir einmal die Lagebezeichnung haben für einen Zahn Richtung Mitte und Richtung nach hinten betrachtet. Also zur Mitte, nach vorne quasi, heißt mesial und nach hinten heißt distal. Jetzt hat er aber so einen Zahn auch noch quasi die Richtung nach innen und nach außen. Und das ist etwas für die Fortgeschrittenen. Und wenn ihr dafür mehr wissen wollt, wie letztendlich das wirklich noch tricky-mäßiger so klassifiziert werden kann, dass man distobukal und mesiolingual sagen kann, wo das alles ist. Wenn ihr das wirklich alles wissen wollt, dann schreibt mir mal unter dieses Video, ob ihr mehr haben wollt von der Geheimsprache der Zahnärzte, damit ihr beim nächsten Zahnarztbesuch einfach vor euch hingrinsen könnt und nicht denkt, boah, ich bin eine Großbaustelle, sondern es ist einfach alles tipptopp versorgt und ich habe gar nicht so viele Probleme. Und wenn du wissen willst an dieser Stelle, welche Zahnbürste dir dabei helfen könnte, noch besser und strahlender einfach bei deiner nächsten 01 abzuschneiden, dann klicke jetzt auf dieses Video, wo ich dir meine Empfehlung gebe. Ciao.